Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play von Breath of Fire 3. Ich habe jetzt mal nachgeguckt, wo wir lang müssen. Ach, aber eine Nase kratzen, nice. Und wir müssen hier hoch mit unserer Schlüsselkarte A. Und dann müssen wir da unten zu der Tür. Die habe ich gar nicht gesehen. Glaube ich, vielleicht war ich da auch schon mal und habe deswegen im Kopf, dass wir eine Tür haben mit Schlüsselkarte A. Aber... Schlaf, natürlich. Aber auf jeden Fall geht's da weiter. Hoffe ich jedenfalls. Ich habe das Video dann nicht weitergeguckt oder, ne? Ich habe halt nachgeguckt in einem anderen Video. Gut nach Jago. Und habe aber nur zu weit geguckt bis zu der Tür. Aber ich wollte mich auch nicht weiter spoilen. Ich wollte nur wissen, wo es lang geht. Oh Mann, jetzt ging es meinem Hals die ganze Zeit gut und jetzt fange ich an aufzunehmen und jetzt habe ich natürlich gleich wieder Halskratzen. Der kann ja nicht sein. Schlüsselkarte A. Sicherheitslevel A. Führe bitte die IT-Prüfung durch. Okay. IT-Prüfung läuft. Okay, Türschloss entriegelt. Hallo? Irgendwelche Aliens am Leben? Vielleicht noch ein paar Drachen? Nö? Na gut. Oh nein, ein Herr Nacht. Oh nein, der Herr Schmidt! Mjölnir! Herr Nacht ist himmelig. Ach, süß. Ich frag mich, ob ich den Tod heilen könnte, weil er ist ja ein Vampir, ne? Und damit untot. Hätte ich schon längst mal ausprobieren müssen. Lebt er? Der lebt tatsächlich noch. Gut, die haben auch alle echt viele HP mittlerweile. Echt viele Augen, wollte ich sagen, wegen Bösauge jetzt, ne? Aber. Hab nichts gemacht. Boah. Was ein Schlag. Was ein Held. Mach mal einfach den normalen Heal auf ihn. Ich glaube, er müsste untot sein, weil er ist ja schließlich ein Vampir und Grey macht ja gar keinen Damage. Ach, das cancelt die Aktion. Ach so. Ja, das ist ja scheiße. Deswegen hat es auf Raynix gemacht, weil der ja als erstes dran war. Okay. Schlagen und schießen und... Ah, oh. Moment, was? Ist Jago gestoppt? Ja, Jago hat einen Tod. Der Tod? Nein. Miss, Miss, Miss. Das kann nicht sein. Fängt ja gut an hier, ne? Aber stirbt er jetzt mal? Mensch. Jetzt, meine Herrin. Das ist Chiroko. Oh, man, Hilfsspiel auf den. Ich will das jetzt sehen. Wie hoch ist die Chance, dass der uns nochmal angreift? Dreierschlag. 0%. Yay. Alles gut, Ray? So, macht das Schaden? Ich glaube, Mjölnir hat 180 Schaden gemacht oder so. Und das hier macht. Null, okay. Ja, 84, ich weiß, aber ist quasi null. Nein, es heilt ihn. Gut, dass ich den kleinen Zauber benutzt habe. Na ja, gut, komm, wir benutzen mal ein Fleisch auf Jago. Damit macht Nina wohl am meisten Schaden. Nicht schon wieder den Tod. Nina widersteht ab mich. Oh nein! Goddammit. Oh. Schreibt mich noch nicht ab. Nina kämpft doch eh schon wieder gegen die Wand. Wieso stirbt der nicht? Er stirbt nicht! Ray! Das hätte ich schon viel früher machen sollen. Wo ist es? Da, Einfluss. Und du musst jetzt wohl mal die Party heilen. Heilt starke Wunden bei allen Zielen. Kostet zwar 40 MP, aber offensichtlich ist es das, was ich brauche. Schrei nur so viel du willst, aber du musst diese Form jetzt trotzdem annehmen. Sonst sterben wir. Wir sterben sonst, Ray. Nein! Nein! Oh, was eine Scheiße. Was ist das für ein Gegner? Goodbye, Ray.
Er ist nicht mal willensstark genug, ich glaube das nicht. Gut, sein Wille ist ja auch gebrochen wegen der letzten Folge und so, ne? Also, ich meine. Wundert mich hier nicht. Muss ja gleich nochmal zurücklaufen und mich gleich wieder voll heilen, ne? Sonst haben wir halt nicht volle AP. Oh mein Gott, macht er mehr Schaden? Jetzt stoppt er uns wieder. Jo. Überleben wir das überhaupt? Schaffen wir den Kampf? Er stirbt nicht! Er stirbt nicht, Leute! Was ist da los? Warum stirbt er nicht? Kill den doch mal! Warum macht das kein Damage mehr? What the fuck? Und wieso hat der Todzauber ohne Ende? Und wieso triggert das immer? Ich schnall das nicht! Oh. Trifft wohl doch nicht jemand. Aber wieso hat sie... Ach so, ich hab den falschen Zauber benutzt. Natürlich, deswegen. Okay, jetzt spammt der Tod einfach nur. Das ist ja Quatsch. Wenn sie wird jetzt getroffen und dann war es das mit dem Kampf. Oh mein Gott. Ich kämpfe einfach weiter. Normalerweise würde ich flüchten, aber wir haben ja... Ich habe ja gerade erst geladen, deswegen... Oh, okay, bye. Ha. Huh. Das ist ja ein cooler Random Encounter. Richtig geil. Ha. Huh. Wie es die Villager in Minecraft schon sagten. Ha. Huh. Was tue ich gegen den? Tue ich überhaupt was gegen den oder laufe ich einfach weg? Ich glaube, ich laufe einfach weg, wenn ich den sehe. Richtig heldenhaft, aber das ist mir ehrlich gesagt egal. Wir müssen nicht alles bekämpfen. Wir müssen alles bekämpfen, was Easy XP gibt, aber den da bekämpfe ich nicht nochmal. Ich meine, der tankt uns ja einfach tot und dann spammt der Todzauber. Hä? Nicht so geil. Nicht so geil. Hm. Hoffentlich kann man vor dem weglaufen. Nicht, dass man jetzt an den letzten Floor, im letzten Floor nicht wegrennen kann. Das wäre ganz schön kacki. Naja, auf ein neues, wieder hoch. Ei, anders hinsetzen, wie immer. So. Wir laufen ganz enge Kreise, wollte ich sagen, an den, am Rand entlang. Eine Rüstung, bye. Ich will jetzt zum Boss. Ich habe nämlich ein gutes Gefühl. Ups. Was den letzten Boss angeht. Oder wie viele Bosse auch immer noch jetzt kommen. Ich glaube, es kommt jetzt nur noch ein Boss. Die Prüfung läuft. Bla 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 bla. Entriegelt. Nice. So, dieses Mal gehen wir oben rechts lang. Weil links war ja offensichtlich nicht der richtige Weg. Da lautet Tod. Der Tod. Rechte Hand, rechte Wand. Ich weiß nicht, ob das richtig oder schlau ist, aber... Ein Dongal. Oh, da muss ich gerade mal gehen. Verzeihung. Mach mal Feuer. Du machst mal Schwert. Gott, Ray macht so wenig Damage. Wieso macht der so wenig Damage? Habe ich nicht irgendwie eine bessere Waffe für den? Vielleicht kann er das nach dem Schwert anziehen. Hm. Oiks. Okay, der hält wenigstens nicht so viel aus. 500 XP. Das ist okay. Das ist very much okay. Erstmal Vitamine auf ihn spammen. So, kannst du... Nein. Kannst du den Suchsäbel anziehen? Weil dann kriegt Jagger nämlich jetzt trotzdem den Drachen. Nein. Dann behält Jago den Suchsäbel. Los, hier geht's. Hier ist nix. Wer baut denn sowas? Wer baut denn sowas? Ich dachte eigentlich, Leute, die in so einer Zeit leben, die alles mechanisiert und automatisiert haben, die mögen Effizienz. Aber das hier ist einfach nur Quatsch.
So. Und... ha, naja. Halt schlagen, ne? Bye. Vielleicht nächstes Mal. Ich hoffe, die haben einfach generell eine Chance, in der ersten Runde zu flüchten. Und wenn sie das nicht tun, dann kämpfen sie bis zum Tod. Gut, die Musik hat aufgehört. Ja. Okay, ich dachte schon, jetzt passiert irgendwas mega Epiges. Aber wir kriegen auf jeden Fall die Musik aus der Lava-Höhle von Pekko. Oh mein Gott, Nuhe, was? Wie? Moment, was? Wie darf ich das jetzt verstehen? Probe 1? Moment. Was? Jetzt wird das mal durchgebufft. Richtig schön durchgebufft. Wo ist Barriere? Nee. Doch, versuche ich. Barriere auf dich. Und du machst direkt Schild auf alle. Wenn das Probe 1 ist und wir am Anfang gegen die Nuhe gekämpft haben, die ja exakt genauso aussah, das ist ja nicht mal ein Recolor. Das sieht ja genauso aus. Wurden dann hier Sachen erforscht? Oder künstlich hergestellt? Und auf unseren Kontinent gebracht zum Testen? Oder sind die dahin vielleicht entkommen? Wer weiß. Aber wozu würden die das tun? Ich meine, das ist hier nicht Umbrella. Die wollen... vielleicht doch. Vielleicht hat das Volk ja tatsächlich... oh mein Gott. Vielleicht hat das Volk ja... also das Volk der Menschen hier, die das ja alles gebaut haben, zusammen mit der Göttin. Die kämpfen ja gegen die Drachen. Oder haben gegen die Drachen gekämpft. Wenn ich das jetzt recht verstanden habe. Und... ich muss mich da ein bisschen konzentrieren, sorry. Moment, erstmal spammen. Aber wir sind alle nochmal extra dran. Okay. Ich glaube, ich will keine Drachenform gegen ihn nutzen. Ich glaube, wir sind stark genug. Auf jeden Fall, die Menschen und die Göttin haben gegen die Drachen gekämpft. Und vielleicht haben die Drachen ja alle auf dem anderen Kontinent gelebt. Oder viele auf dem anderen Kontinent gelebt. Und die Menschen hier haben Biowaffen erforscht. Oh. Die sie auf unseren Kontinent loslassen konnten. 95 XP, ja. Okay, cool. Um die Drachen zu vernichten. Vielleicht ist das der Fall. Vielleicht fieber ich mir hier irgendwas zusammen, wer weiß. Ich will hier auf jeden Fall alles erforschen. Ich will wissen, was hier noch für Experimente sind. Oh mein Gott, den kennen wir doch auch. Das war der Ganoven-Boss, gegen den Ray gekämpft hat. Probe Nummer 3. Wandel dich mal in den Tiger und du machst mal Einfluss auf den da und Jaguar haut den. Aber wenn das eine Probe ist. Jetzt bräuchte ich natürlich die englische Übersetzung. Oder die japanische. Die japanische verstehe ich zwar nicht, aber naja. Haben die dann an denen geforscht oder haben die das erschaffen? Weil wenn sie das erschaffen haben hier, dann konnten sie ja definitiv Drachen herstellen. Weil das sind ja definitiv Drachen hier. Und das würde auch bedeuten, wenn der Ganoven-Chef von hier kommt, dass die künstlich die Brut oder eine Brut-ähnliche Fähigkeit erschaffen können. Was wiederum dazu führen würde und bedeuten würde, dass Ray eventuell auch hier künstlich erschaffen wurde. Wow. Ist das die Möglichkeit? Könnte das sein? Okay, jetzt wird das Spiel auf jeden Fall durchspielen. Ich will das auf jeden Fall durchspielen. Ich hoffe, das wird aufgelöst. Ich will hier nicht im... hier ohne Auflösung schmollen müssen. 1100!
Jesus Christ. Deswegen habe ich Raymer dabei, weil Ray ist einfach saustark in seiner wertiger Form. Das ist absolut lächerlich. Guck euch den Popel-Damage von Jaguar an. Der wird sogar zurückgekrittet. Okay, die sind auf jeden Fall schon mal ein bisschen stärker als der andere Bosskampf. Allerdings kommen die ja auch viel später im Spiel erst vor. Auch noch Blitz. Mal gucken. 1260. Das hat eigentlich aber mehr Damage. Das ist okay. Naja, der Giftschaden, der juckt mich nicht. Das ist so wenig. Giftschaden macht hier nicht viel aus, zumindest nicht mehr in diesem Teil des Spiels. Ganz am Anfang war es ein Problem. Wer sich daran erinnert, als wir auf dem Weg zu Null waren, gab es auch diese Hunde-Hyänen-Dinger. Die konnten uns auch vergiften. Jaja. Spam du das ruhig weiter, aber... Ach, mich stört nicht. Jawohl. Gut, Ray. Du, danke fürs Carrying, ne? Oh ja, ganz gute XP, ganz gute XP. Ganz gutes Geld. Oh ja. Ah, wir könnten auch noch mal runtergehen und noch mal Equipment kaufen. Das mache ich aber nur, falls wir den Boss nicht sowieso schaffen. Aber so wie Jago und Ray momentan drauf sind in ihren Drachen- und Vertiger-Formen, sehe ich da keinen Zwang zu. Gott, hier gibt es aber viele Wege. Und ich weiß nicht, wo der richtige Weg ist, aber wir werden uns jetzt hier einfach durchkämpfen. Ist nix. Oh. Seltsam. Oh mein Gott, den kennen wir auch. Das ist der... What's his face? Probe 9. Uiuiui. Wie hieß er denn? Geist. Genau, Geist. Ich glaube, gegen den benutze ich auch meine Drachengestalt. Und zwar... Eis. Das müsste eigentlich reichen. Krieger-Eis müsste genug Schaden machen. Ich meine, der war Feuer. Und ihm ziemlich auf Fresse gehauen ist das Zimmer mit Eis, wenn ich mich richtig entsinne. Und dieses Mal haben wir sogar noch einen Tiger dabei. Und einen Mage, die auch noch Eis spammen kann. Ich glaube, der ist easy. Mhm. Ja, ja. Kennen wir alles schon? Kennen wir alles schon? Eieiei. 16 Schaden. Aber das würde ja nur meine Theorie unterstreichen hier, weil die Engel, die Wächter, wow, so schnell sind wir. Mach mal einen normalen Schlag und dann sehen wir mal, wie viel Damage das macht. Die Engel, Schrägstrich Wächter, wie auch immer, also solche Leute wie Geist und Gar, die wurden ja von der Göttin geschickt, um die Brut auszulöschen. Und Geist ist einer dieser Wächter. Er war einer dieser Wächter. Und er konnte sich in dieses Ding verwandeln. Heißt das... Oh, das war easy. Heißt das wirklich das, was ich vermute? Dass das alles Biowaffen sind? Weil das wäre echt cool. Wäre genau meine Art von Story. Meine Art von Story. Ich will mich noch nicht festlegen. Ich weiß es nicht. Es wird ja nichts gesagt. Okay, kann man speichern? Was möchtest du tun? Ich möchte speichern, tatsächlich, ja. Na? Jetzt spiele ich das schon am PC und es ist immer noch voll langsam. Das ist doch doof. Wir speichern hier. Damit ich notfalls mit dem anderen schnell zurückgehen kann, mit dem anderen safe und Items kaufen kann. So, will ich nach unten, will ich nach oben, will ich nach links oder nach rechts? Ich glaube, das ist der falsche Weg, also gehen wir... Sie ist mit einem elektronischen Schloss
gesichert. Selbst Ray könnte es nicht knacken. Wow. Dann gehen wir nach oben. Ah. War die richtige Entscheidung. Sehr schön. Amor Layer? Rüstungsklappen vielleicht? Nicht für sie. Achso. Gibt SP bei Marsch zurück. Bei Marsch? Marsch. Keine Ahnung. Keine Ahnung, was die von mir wollen. Wir rasten. Oh, ich kann unter dem Bett bleiben. Ah, ich will doch nur schlafen. Da ist ein Bett, du kannst dich hier ausruhen. Muss ich mal ganz klammheimlich mein Handy leise stellen. Und dadurch, dass ich es gesagt habe, ist es ja schon jetzt nicht mehr klammheimlich. Ich mach's trotzdem. Zumindest versuche ich es. PIN eingeben. Ich habe jetzt seit neuestem einen PIN drin. Ich kann nicht die Medien. Ah, ich faile auf mein Handy. No. Okay. Jetzt vibriert es zumindest nur noch und macht nicht mehr PING die ganze Zeit. Wir gehen nach unten. Ich vermute, unten ist ein Schloss. Oh. Huch. Mausi, warte. Okay. Ich habe mich nicht bewegt. Das macht alles eher gerade. Da ist Mausi schon wieder. Ich glaube nicht, dass das unser Mausi ist. Ich erinnere mich an diesen Gang. Ich glaube, hier geht's zum Boss. Das heißt, wir wollen uns erst oben umgucken. Oh, kannst du vergessen. Dann meine ich. Nö. Nope. Nada. Niet. Nein. Nicht nochmal. Wir gucken uns erstmal oben um und wir klettern jetzt erstmal die Leiter rauf. Und falls da nichts ist, dann müssen wir halt nochmal ein bisschen backtracken und die anderen Proben killen. Irgendwer wird uns dann schon irgendwas droppen. Aber ich finde das auch eigentlich viel zu interessant mit den ganzen Samples hier. So, hier sind noch drei Türen und hier ist bestimmt auch noch was. Haha, Stundenglas. Wow. Nichts. Hier kann ich nicht rein. Hier ist mit einem elektronischen Schloss geriegelt. Selbst Ray könnte es nicht knacken. Auch verriegelt und versiegelt. Da. Alle? Huh? Irre ich mich etwa? Und da geht's gar nicht lang, wo ich denke, wo es lang geht. Wir backtracken trotzdem nochmal schnell. Ich glaube, hier gibt es keinen Random Encounter, das müsste also eigentlich schnell gehen. Theoretisch. Außer ich täusche mich und hier gibt es noch Random Encounter. Das wäre allerdings ein ziemlicher Downer. Aber sieht gut aus. Hier war doch auch noch irgendwo eine Leiter, ne? Ah ja, die Türen leuchten grün. Vielleicht muss ich hier die Leiter hoch und dann irgendwas machen. Ist das? Nix. Okay. Da ist noch eine Achso, die ist. Hä? Achso, rot bedeutet, da ist noch was. Nee. Okay, ich schneid's nicht. Keine Ahnung. Du fandest Mondträne. Kuli. Komm ich jetzt bei der Leiter raus? Ach so. Grün bedeutet, da war ich schon mal. Offensichtlich. Offenbar. Möglicherweise. Aber da waren am Anfang da noch mehr Türen. Natürlich gehen wir da auch noch hin. Erstens gibt es da vielleicht noch eine gute Rüstung oder sowas. Oder ein gutes Accessory. Aber ich will wirklich eigentlich hauptsächlich die Proben sehen und was das noch für Monster sind. Oder ob ich mir da irgendwas zusammenreiben kann. Ich glaube, dass meine Vermutung schon ziemlich nah an die Wahrheit rankommt. Weil ich meine, Mutanten haben wir ja auch schon gesehen. Und Mutationsforschung und solche Sachen bei Mumbo in der Plantage. Das heißt, und die können ja auch definitiv künstlich Sachen herstellen, weil sonst gäbe es da oben keinen Garten Eden hier über den Wolken. Jetzt bin ich verwirrt. Wo bin ich? Ah. Also macht es schon irgendwo Sinn, dass sie das können?
Oder dass das so sein sollte, könnte, ich weiß es nicht. Ich kann mir nicht sicher sein. Womit ich mir sicher sein kann, ist, dass hier ein Boss ist. Chicken! Aber das muss ja eigentlich Probe so wie Sample sein, ne? Nicht Probe wie Trial. Oder? Macht das Schaden? Wahrscheinlich. Das macht bestimmt Schaden. Ich meine, wie stark können die sein? Das sind kleine Hühnchen. Warte! Das ist okay. 60 Damage auf jeden ist okay. Sag mal, was du kannst. Bang, 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 bang! Ich lag Hühnchen in die Luft! Bang! Jo, Hühnchen in die Luft gejagt. Wow. Ob es beim KFC auch so passiert? Lebenssplitter 2 Stück, das ist nice. Ich muss die alle Nina geben. Die brauchen mehr HP. Die letzten paar Tropfen Leben in sie reinstopfen. Das klang falsch. Oh, und zwar, die zwei kennen wir ja auch. Oh, drei? Oh, Jesus. Ah, nicht das andere Boss-Team. Schade. Probe 100, 200, 100, 100. Ich glaube immer mehr an meine Theorie. Weil die haben ja auch die ganze Zeit versucht, uns zu fangen. Gut, die wollten uns einfach nur verkaufen. Aber... naja. Gucken wir mal das da. Mal sehen, was passiert. Wertiger, Wertiger! So, Nina, auf wen hast du das jetzt eigentlich gemacht? Ich habe gleich drauf geachtet. Die ist schneller als wir. Ach du Scheiße, das ist nicht gut. This is not good. Ich brauche dringend, ich habe es ganz oft schon in den Folgen jetzt gesagt, ich brauche dringend einen anderen Stuhl. Der ist so unbequem. Eieiei. Und ich sitze hier erst, ne? Noch nicht mal eine halbe Stunde. Ich hätte gerne einen Sessel. Kauft mir lieber den Sessel? Haben jetzt eigentlich alle ihre Barriere auf den einen draufgespammt? Weil, wenn ja, dann schlage ich den da trotzdem tot. Weil Barriere hilft ja nur gegen magische Attacken. Look at das. Wir sind so schön. Und so schnell. Jesus. Ich glaube, wenn du Scirocco spammst, reicht das. Auch, das ist okay. Scirocco! Kill die! Warum gibt's denn von denen jetzt Recolors? Oh. Ah, okay, der Rot ist also... Ach so, das sind die drei Elemente. Natürlich Eis, Feuer und Blitz. Also ich gehe mal davon aus, dass der Schwarz-Gelbe da hinten blitzt. Wir werden es gleich rausfinden. Jo. Okay. Danke, Ray ist wieder voll. Easy. Yeah. So, man geht auch eigentlich auf alle? Nee. Göttlicher Hauch. Mach das doch mal. Mal schauen, was passiert. Mach mal den Schneesturm. Ich hoffe, der heilt jetzt den anderen nicht. Aber der hat... Feuer hat er vorhin auch nur Müllschaden gemacht, anstatt zu heilen. Das war ja gar kein Damage. Da machst du ja mit einem normalen Angriff mehr Schaden. Sturm! Ach, ihn halt das, okay. Okay, das ist nicht so schlimm, wenn es nur auf Jago geht. Weil notfalls muss der sich halt nochmal verwandeln. Das ist kein Problem. Das heilt Ray, aber Nina muss ich jetzt auf jeden Fall mal heilen. Ob ich will oder nicht. Fleisch.
Und Raid zerfleischt jetzt wahrscheinlich den da? Nein, 500 Damage. Ich weiß auch noch nicht, ob das einfach mehr Damage macht, umso länger der Kampf dauert, umso öfter er angreift oder was auch immer sonst passiert. Ich habe das immer noch nicht ganz raus. Feuersturm! Ich kann mich an all das nicht erinnern. Also die Sache mit den Proben hier kann ich mich nicht erinnern. Seltsam. Also ich meine, ich habe mir sowas gemerkt, aber so einen dicken Reveal. Oder, nein, es ist ja kein richtiger Reveal, das passiert ja irgendwie nichts. Mach mal gezielt Blitz auf den da. Unser, ah, natürlich, ja, klar. Jetzt benutzt du das bestimmt auf den da hinten. 404. Ah, Gott sei Dank. Das ist okay, Damage. Nein! Und der macht jetzt bestimmt nochmal Mjölnir. Ne, Wurfattacke auch, okay. Ja, das passt schon. Dann burst nochmal richtig rein. Nutzen wir ein bisschen MP, wir haben ja dann gleich die Möglichkeit zu rasten daneben. Burstest du mal den und du burstest mal so rein. Mit Schneesturm, weil dann machst du dem anderen nämlich genau doppelten Damage. Genau dem. Aura Strike! Jetzt stirbt wahrscheinlich Jago sowieso, also die Drachenform. Und dann kann er noch ein bisschen normal drauf knüppeln. Das sollte eigentlich reichen. 112 auf beide. Ich dachte eigentlich, dadurch, dass der andere Feuer ist, macht Eis ein bisschen mehr Damage. Aber offensichtlich nicht. Jo, sag ich ja. Du benutzt mal nochmal was zum Heilen auf dich und du haust auf den da drauf und Ray macht den Rest. Ray ist so deformiert eigentlich, ne? Der hat so kleine Teile und alles andere ist so muskulös, das ist insane. Aber ein cooler Jungen. Muss man ihm lassen. Ah, jetzt heilt sich Jagger auch wieder durchs Feuer. Oh mein Gott! Gut, dass wir das Feuerschwert nicht angezogen haben. Du musst dich schon wieder heilen. Stirbt der jetzt mal? Also das hier ist definitiv der schwerere Kampf von den Proben bisher. Oder der schwerste Kampf von den Proben. Das andere war mehr so Standardgeplänkel. Aber vielleicht sollte es einfach nur noch mal... Holy shit. Vielleicht sollte es einfach nur noch mal zeigen, wie stark wir jetzt geworden sind auf unserer Reise. Mit den anderen, mit den Hühnchen und mit den Nue und so weiter. Vielleicht ist es ja einfach nur nochmal dafür da, um unsere Stärke zu demonstrieren. Das ist ja gar keinen plottechnischen Hintergrund. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also ich kann mir schon vorstellen, aber ich will es mir nicht vorstellen, weil ich finde es so viel cooler. Also in meiner Version des Spiels ist es alles so mit der Genforschung und den Biowaffen und so. Ja? In der Version, die wir hier spielen, ist das so passiert. Ob es stimmt oder nicht, ob es Kanon ist oder nicht, weiß ich nicht. Mir auch völlig egal, das ist mein Spiel, ich mache hier, was ich will. Zum Beispiel aufsteigen. Das ist doch mal ein Level-Up, was ein Magier braucht. MP plus 13 und Intelligenz plus 9. Genau so was habe ich gesucht. Sehr schön. Gutes Level-Up. Bisschen Speed vielleicht noch dazu. Ne, wir haben Vitamine, wir benutzen Vitamine. Wer weiß denn, was jetzt noch kommt? Wahrscheinlich nicht viel. Hast du das Gefühl, dass... Ja. Aber da waren ja noch mehr Wege. Die klapper ich jetzt mal noch ab. Mache ich die Folge ein bisschen länger. Klapper aber dafür die Wege ab. Das ist, glaube ich, fair. Wo waren wir denn noch nicht? Ich hätte vielleicht links lang gehen sollen, das wäre vielleicht schlauer gewesen. Oder wäre wahrscheinlich definitiv schlauer gewesen, weil jetzt weiß ich ja nur wieder nicht, wo ich bin. Hier wie die Leiter, da waren wir schon oben. Hier ist die Tür nach links.
Waren wir in der Tür nach links schon? Ja, oder? Ja, hier war nichts. Okay. Gut. Also nicht gut, sondern ein bisschen seltsam, aber okay. Dann war da vielleicht eine Probe drin, die wir schon besiegt haben. Irgendwo. So, waren wir hier schon? Es ist ein Labyrinth. Ah. Links lang. Hier ist eine Leiter. Das heißt, damit machen wir wahrscheinlich einen Weg oben auf. Aha. Hallo? Auch nix. Ah, doch, eine Kiste. Ein schwaches Auge. Oder ein schwarzes Auge, je nachdem. Oder ein Schwanenauge, wer weiß. Ha. Gott, so viele Zellen. Ah, oh, das Ding kennen wir auch. Das war in der Wüste. Ich meine, ich gehe davon aus, dass wir alle Monster hier kennen, aber... Probe Nummer 7. Wertiger, ganz standardmäßig. Weißt du was? Zeig denen mal die wahre Form der Drachen. Ich weiß gar nicht, ob das sinnvoll ist, seinen Krieger mit reinzumischen. Ich glaube nicht, aber... Aber das passt schon so. Ich hätte rasten sollen, dann hätte ich jetzt gleich voller MP gehabt. Weil jetzt brauche ich 2 Angriffe oder so, dann habe ich keine MP mehr. Das war nicht schlau. Also mit Jago meine ich natürlich. Was so ungünstig ist natürlich, ist, dass er nicht kontrollierbar ist. Aber ich glaube, der Kaiser greift sowieso immer den Gegner an. Glaube ich. Hoffe ich. Ah, anders sitzen. Ah, oh, wir sind Saiyajin, nice. Ja doch, du machst einen Zauber. Und zwar machst du deinen stärksten Zauber. Mhm. Was ein billiger Retaliation Strike. 275. Ja, das ist okay. Fast 400, das ist auch okay. Erdbeben ist nicht okay. Da habe ich PTSD aus Final Fantasy 1. Ich meine, wir machen einfach so weiter. Das passt schon. Ah, da stand doch erst eine andere Zahl, oder? Bin ich blöd. Da wollte der auch erst... Der wollte doch erst was anderes anzeigen. Die Dinger, das ist so eklig mit diesem Zahnfleisch, ne? Gut, dass es jetzt weg ist. Ich muss das Video noch ab FSK 18 machen. Eieiei. Hm. Okay, ist Level Up. Ich meine, Ray ist halt ein Hybrid. Hier ist. Ach doch, das ist eine Tür. Hat jemand Schaden bekommen? Ja, ein bisschen. Eigentlich sollte ich heilen, aber. Ich glaube, wir sind jetzt. Ja. Wieder beim Schlafplatz. Deswegen gehen wir jetzt kurz rasten. Und dann machen wir da weiter. Oh, ich und meine Leitern. Ich pack es nicht. Ich pack das alles nicht. So. Geh, Haya. Da ist dein Bett. Du kannst dich hier ausruhen. Yes, yes. Sleepy Baby, oh yes, yes, yes. Alles klar. Dann gehen wir mal hier hoch. Und gucken mal. Wo uns denn jetzt die linken Wege noch hinführen? Oder ob da jetzt noch irgendwie sinnvoller Loot ist? Oder irgendwas anderes Cooles, was wir entdecken? Hier ist zu. Okay. Dann muss ich da unten lang. Ja, 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 ja. Ich habe schon verstanden. Mhm, mhm. So. Das heißt, wir gehen hier raus und dann können wir hier rechts lang und dann sind wir doch schon da. Seht ihr? Easy peasy. Unten ist auch noch eine rote Tür.
Was ist das denn? Den haben wir aber nicht gesehen, ne? Oh mein Gott, ich hätte speichern sollen. Ein riesiger Dodo. Ein riesiger Dodo. Gleich verwandeln. Gleich Einfluss und verwandelt sich auch und zwar in Überraschung einen Krieger. Und wir machen mal einen Blitzkrieger. Weil vielleicht ist das gut. Vielleicht auch nicht, wir werden es gleich sehen. Ich fürchte fast, das ist nicht gut, aber. Naja, physisch angreifen kann ich ja trotzdem. Gib mir, ich meine es nur um die Farbe. So. Los, Tiger, du greifst den an! Yes, Sir! Das ist doch ein Dodo, das muss doch ein Dodo sein. Oh mein Gott! 78? Da muss ich ja die ganze Zeit heilen mit Mina, das ist ja doof. Guckt ihn euch an, ist ja nicht cool mit seinen blauen Jeans. Ja, dann heil den halt mal. Boah. Jago macht richtig popligen Damage im Vergleich zu Ray. Aber naja. Wie kann man Jago kontrollieren? Hoffentlich krittet er uns nicht. Wenn es der Dodo krittet, sind wir ausgestorben. 444. Ah Mann, ich hab keinen Bock auf Homeoffice. Ich will das hier weiterspielen. Goddammit. Ja. Ich muss eigentlich heute Homeoffice machen und ich werde das auch noch heute machen, weil ich meine, ich kann morgen keine 12 Stunden Homeoffice machen. Ich kann das nicht hochstacken, das ist ja, das wäre ja Quatsch. Da arbeite ich mich ja blöd. Aber ich will das hier durchspielen, ich will jetzt nicht aufhören gleich. Ich mache einfach hier weiter und dann mache ich halt ein bisschen länger Homeoffice in die Nacht, in den Abend hinein. Ich weiß auch immer. Ich will das auf jeden Fall jetzt durchspielen. Doppelschlag! Immer noch die Möglichkeit, das hier zu lernen. Das ist echt geil. Aber wir werden Jago eh in der Drachenform die ganze Zeit lassen, deswegen. Ist es ja eigentlich auch wurscht. Moment, kann er? Nee, er kann hier nur die normalen Drachensachen verwenden. Okay. Meint ihr, der Dodo lässt was Cooles fallen? Wie die Zunge wackelt. Blalalalalalala. Gab's denn irgendwo anders auch schon? Wir haben ihn ja nicht gefunden. Gibt's den sonst irgendwo anders? Ich hab den. Ich wüsste es nicht. Ich wüsste es nicht. Oh nein, der hat ein böses Auge. Das ist das, was unseren Charakter stoppt, paralysiert, wie auch immer. Betäubt. Also, er ist schon irgendwie süß, ne? Wenn er jetzt nicht versuchen würde, uns umzubringen. Wer hat die eigentlich die ganze Zeit gefüttert? Die ganzen Viecher. Wahrscheinlich alles automatisiert. Also, vermute ich jetzt einfach mal. Aber wo kommt denn das Futter her? Wie in Minecraft hat sich da jemand eine Futterfarm gebaut. Alles voll automatisiert. Vielleicht wachsen ja. Nee. Vielleicht züchten die ja hier irgendwo. Die Hühnchen. Genau, die Hühnchen. Und die Hühnchen, wenn die zu viele werden, dann fallen die automatisch in den Trichter oder in ein Loch. Und dann werden die geschreddert, werden zu Nuggets verarbeitet und dann werden die alle den anderen Monster zum Fraß vorgeworfen. Das wird's sein. Mhm. Das muss es sein. Okay. Jetzt gibt es hier noch irgendwo Wege. Wir haben schließlich noch nicht alle Türen offen. Also muss es noch irgendwo Wege geben. Gehen wir runter? Ich glaube, hier links war noch ein Weg, oder?
Ah, nee. Ach, da oben. Ja, genau. Nee. Noch nicht? Ha? Noch nie. Ah. Achso. Okay. Ganz simpel. Oh nein, Schnecken. Den haben wir in der unterirdischen Forschungseinrichtung gefunden. Probe Nummer 2. Ah. Was nehmen wir denn? Was nehmen wir denn? Wir nehmen. Mal sehen. Zufallswechslung! Wenn ich jetzt wieder ein Welpe werde, dann benutze ich das nie wieder. Wenn ich ein Welpe werde, werde ich mich auch zurück verwandeln müssen, weil Welpe ist nicht mehr up to date, der ist einfach zu schwach. Ist einfach zu schwach. Welpe! Cool. Ach schaut, Alter, ich hab euch nicht gesehen, trotzdem so. Es ist eklig. Igitt, ey. Oh mein Gott, das ist ekelhaft. Ah, bäh. Jagt die bitte in die Luft. Ich will die nicht mehr sehen. Okay. Ich glaube, ich bleib einfach ein Babydrachen. Wow. Jesus Christ. Radar Damage ist disgusting. Disgusting. Schutzschicht verloren jetzt schon. Okay. Here we go. Tot. Ah, doch nicht. Mjolnir. Geht das denn jetzt? Nö. Dann muss ich das wohl machen. Njam. Ich. Ist es eklig. Rache? Nein. Na gut. Aber Ray killt jetzt eher so. Ich nicke gerade, anerkennend. Schlacht gewonnen! Ist hier jetzt wenigstens irgendwas Sinnvolles? Ich wette, hier gibt es nur einen Raum, wo irgendwas Gutes drin ist und den werde ich übersehen. 100 Pro. So, das ist ein Shortcut, ne? Nein, da ist der Fisch. Der Fisch war an der Küste. An der Küste, als wir mit Gar dieses dämliche Seilspiel machen mussten. Heieieiei. Ich meine, so ein Boss-Rush ist nochmal cool. Aber normalerweise wird der halt auch belohnt. Fisch. Halt. Ich sag, das ist ein Fisch. Wie tue ich? 3, ne? Ja. Zack, zack. So. Ich hau den mit Blitzen. Denn es ist ein Fisch. Und Fische sind anfällig gegen Blitz. Das weiß ja jeder. Fische sind anfällig gegen Blitz und Tiger. Und das werde ich euch heute in diesem Video beweisen. Der mit seinem komischen Schnurrbart auch, ne? Also nicht Ray, sondern der Fisch. Wieso hat denn eigentlich alles in diesem Spiel Zähne? Ja, na gut, die Schnecke hatte keine Zähne, Gott sei Dank. Wow. Ist das eklig. Und der Popel oben raus. Jagu ist schnell. Mach mal die Donnerklaue. Mal sehen, wie viel der Fisch das macht. Die sind alle nochmal extra dran. Nice. 500 Damage. Ich glaube, Ray macht, Jago macht mehr. Nein! Es ist nicht Blitz. Wie? Ich hätte schwören können, es ist Blitz. Es ist nicht Blitz. Ich heule gleich. Wieso ist es denn nicht Blitz? Mann! Das ist ja Eis. 580 Damage.
450 Damage. Ich meine, viel wird er nicht aushalten. Oh mein Gott. Aber er kriegt auch keinen Damage von uns. Also zumindest von Nina. Ja, mach einfach, spam einfach ein paar Spells. Das stimmt schon irgendwann. Wahrscheinlich eher an Ray. Oder an Jago. Aber irgendwann stirbt er schon. Kann ich die Zeit gerade mal nutzen, mir was zu trinken, einschenken. Ist er bestimmt. Gulp. Ah, ist tot, nice. Tatsächlich an der Explosion gestorben. Das ist doch super. Der Feind ist geschlagen. Gibt ja keine XP und sonst auch nichts. Aber sie vergiftet. Antidote. So. Ja. Ich verstehe, ich sehe. Also haben wir noch einen Raum. Na dann. Wo ist er? Hallo? Oh, und das sind die Dinger, die uns im Meer angegriffen haben, als wir auf dem Schiff waren. Das waren damals auch schon zwei. Probe Nummer 6. Ist Ray dann Probe Nummer 1? Oder spinne ich mir schon wieder irgendwas zusammen? Halt. Erstmal Einfluss. Und du, was nehmen wir denn? Blitz. Irgendwann muss Blitz ja passen. Irgendwann muss Blitz doch richtig sein. Ha. Aber wenn die Zivilisation so viele Monster erstellen konnte, so viele Monster kreieren konnte, wieso sind die denn dann trotzdem ausgestorben? Ich meine, offensichtlich wegen den Drachen. Wie viel Damage macht das? Okay, nur Damage an Jago, das ist okay. Weil der heilt sich jetzt dadurch ja wieder voll. Alles easy. Verwirren. Oh oh. Nein. Und das ist auch schneller als Nina. Das heißt, Nina könnte gar nicht schlagen. Okay, hat sich nicht verwirren lassen. Sehr schön. Mach mal Donnerklaue. Und du machst mal... den Schneesturm. In der Hoffnung, dass es Schaden macht. 1000 Schaden. Meine Fresse, Ray. Aha! Es ist Donner. Nice. Und ich hab Schneesturm benutzt. Hui! Oh, einer ist tot. Viel Schlag. Nächste macht keinen Schaden. Donnerklaue und Mjölnir. Der müsste jetzt auch tot sein, auch wenn Ray nicht sein. Vollen Damage mit 1000 macht. Aber wenn Donnerklaue so viel Damage macht, dann muss er theoretisch Mjölnir auch viel Damage machen. Theoretisch. Ja, 700, wow. Nice. Damit haben wir jetzt, glaube ich, alle Sachen erkundet hier. Falls ihr jetzt was übersehen habt, dann ja, schade. Ah, ne. Hier geht's noch hoch. Haha. Haha! Mhm. Ist das ein Witz? Hä? Das macht ja gar keinen Sinn. Wieso gibt's das hier? Achso, hier geht's noch weiter. Okay. Dachte schon. Moment. Okay, jetzt ist richtiger Quatsch, ne? Ist das bloß... um mich zu verarschen? Das ist ja gemein. Hätte wenigstens ein Beutel mit irgendeiner Kleinigkeit sein können, damit ich mich nicht... Leitern! Damit ich mich nicht ganz verarscht fühle. Sorry fürs Schreien, aber manchmal muss man seine Frustration halt mal rauslassen. Okay. So, ich hab's geschafft, Max. Ja.
Dann gehe ich jetzt rasten und speichern und dann gehen wir zum Boss, würde ich sagen, ne? Ich sage, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann klickt auf den oberen Link. Dort findet ihr die gesamte Playlist von Breath of Fire 3. Klickt ihr auf den unteren Link, kriegt ihr einen YouTube-Link vorgeschlagen, der euch eventuell gefallen könnte von meinem Kanal. Mein Name ist Jago. Ich sage vielen Dank nochmal fürs Zusehen. Vergesst nicht, euren Wuffel zu füttern und ciao!